jedes Wording so verkackt, Alter. Ich will ehrlich sein, ich war in meinem Leben noch nie so durch den Wind wie diesen Monat. Also wir haben jetzt Oktober 2020, es ist der 30. der Tag des Finales des Nightwatch Talent Awards und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, ich habe unnormal viele Spots gespielt, um mich halt vorzubereiten auf diesen Award. Ich habe gedacht, dieser Prozess, dass ich da voll viel mitfilme und sowas, ne, weil das ist ja so, bam, hier Hannover, Shows, Hamburg, sonst was, ne, überall hin und her. Und dann wurde das aber halt so mega privat auf einmal. Und dann weiß ich, habe ich auch überlegt, okay, habe ich überhaupt irgendeine Tragweite bei Stand-Up über Video? Kommt das rüber? Was ist meine Essenz? Bin ich überhaupt lustig? Das war schwierig. Also dann gehst du durch 6 persönliche Krisen und jetzt ist halt heute Finale. Und dann ist am 2. November Lockdown. Also dann ist gar nichts mehr mit Stand-Up. Ja, also im Idealfall läuft das heute gut und dann trete ich morgen bei Moin Haha auf. Und dann mache ich noch einmal einen schönen, ne? Nochmal einen schönen Auftritt, da wo ich sowieso immer auftrete, quasi in der heimischen Keimzelle und dann kann ich in den Lockdown gehen, so mein Gott. So, ne? Aber das ist natürlich ein Szenario, was nicht so realistisch ist. So, ne? Also, ist wahrscheinlicher, dass irgendwie, dass ich halt teilnehme. Ne? Aber wenn man diese Reichweite irgendwie mitnehmen könnte, um dann oben in Hamburg da irgendwas damit zu starten, dann wäre das geil. Ja. Das ist eine Nachricht vom Jorik vor dem Finale. So. Das kannst du gar nicht alles zusammenfassen, was gerade passiert ist. Ich lässt dich gar nicht in Worten beschreiben. Ja! Ja! Haben die Lacher eingeschrieben? Also ich sage einfach nochmal aus meiner Perspektive, wie das lief. Ja. Soll ich so richtig mitfiebern? Nee. Als wenn das mir zu viel ist. Mein Gott, ey, bitte sag, du hast dann gewonnen, ey. Bitte, ey. Ich würde es dir so gönnen, Digga. Also, erstmal bist du nach Köln gefußt, alleine. Ja. Hatte ich das schon mal abgefuckt oder war das? Nee, ich war irgendwann richtig in so einem Tunnel einfach, weil ich hatte extra so eine Playlist, so die ich auf jeden Fall hören wollte. Und dann habe ich die zweimal gehört. Und dann. So Motivationslieder oder so? Nee, ich bin eh schon der Beste. Ja, eher schon so, ich bin jetzt der Beste und ich gehe da hin und hole die einfach so Lieder. Aber dann kam ich halt hin und habe festgestellt, dass dem nicht. Was dem nicht so ist. Und dann habe ich erstmal gesehen, dass du den Handshake irgendwie mit René gefailt hast oder so. Das habe ich auch nur bei dir gesehen. Irgendwann hat das so gefilmt, glaube ich. Du hast so. Du wolltest so oder René wollte so und dann hat einer so gemacht und dann war das ein bisschen so eklig. Weiß ich nicht. Eklig? Ja, ey, das Handshake-Ding ist auch immer jetzt schwierig auf jeden Fall. Ja, und. Das war ein Deutsch. Nach 10 Minuten Gespräch. Einfach mal simulieren, wie es richtig geht. Das Handshake-Ding ist im Moment auch schwierig. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Fokus bin oder so, aber ich habe mein Aufladekabel wieder bei einem anderen Comedian vergessen und das Mikrofon auf der Kamera muss ich gleich abgeben gehen, weil das geliehen ist. Deswegen müssen wir das jetzt schnell machen. Es ist jetzt 3 Wochen nach Nightwatch. Die Euphorie ist natürlich verflogen, weil ich hab extra gewartet, weil ich habe gedacht, wer will jetzt irgendeinem Gewinner beim Jubeln zugucken? Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich habe 2 Aufladekabel, aber ich habe die beide an anderen Orten und ich wollte gerade so eine Szene drehen. Ja, halt wie nach Nightwatch, wie ist gelaufen, wie ist es jetzt und so. Jetzt muss ich das so machen. Das wird auch jetzt richtig romantisch, aber fickt euch halt. Ne? Also das ist so jetzt hier süß. Das ist meine Setlist von meinem ersten Auftritt. Habe ich aus dem Backstage geklaut bei Heino Trusheim. Da bin ich nach der Pause. Und hier ist hier das Datum, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Im Juli sogar schon, damit ich das Jahr nicht vergesse. Und das ist dann wenig später hier bei meinem zweiten Auftritt, der erste Zehner, den ich mit Comedy je verdient habe. Das ist Schwarzgeld. Da haben alle Comedians nochmal drauf unterschrieben. Und das habe ich mir so aufbewahrt.
So. Und das ist ja jetzt schon eine feine Sache. Also das motiviert. Also ich sag mal, es ist jetzt 3 Wochen nach Nightwash, also die Euphorie ist verflogen, es ist eine Wäscheklammer. Aber das Schönste an dem ganzen Ding ist einfach so, dass alle Leute, halt jetzt auch egal, ob Sieg oder nicht, halt in diesem Falle Sieg, aber alle Leute, von denen ich mir gewünscht hätte, dass die hinter mir stehen, standen ausnahmslos alle hinter mir. So, und das ist eine Sache, die kannst du auch nicht künstlich reproduzieren mit 1 Million Follower. Das war einfach eine ganz, ganz ehrliche Nummer. Und ich freue mich mega, einfach jetzt, egal wie lange es dauert, einfach jetzt endlich wieder Comedy zu machen in Hamburg. Also wir haben die Shows, wir haben coole Locations, wir haben die Künstler, wir müssen halt nur hart arbeiten. So. Und ich und Alex, wir treffen uns halt auch alle 4-5 Tage oder so, vergleichen Ideen und schreiben halt bis dahin immer. Ich weiß noch nicht genau, wie ich in das Thema reingehe. Ich hatte überlegt irgendwie, dass man das zum Start machen kann, mäßig so. Wofür das Ganze ja eigentlich so geil ist, ist halt dieses Showbusiness mit seinen Freunden machen so. Wenn die Wochen krass sind und ihr alle hart arbeitet, dann seht ihr euch ja irgendwie 4-mal die Woche, sag ich mal so, ne? Das ist ja schon fast wie in der Schule. Also du siehst deine Freunde halt die ganze Zeit. Und der eigentlich beste Auftritt diesen Monat war halt nicht Nightwash. So. Das war halt am 27. 2 Tage vor Nightwash, vor dem Halbfinale, konnte ich halt das erste Mal im Schmidt-Theater auftreten. Und zwar zusammen halt mit Dennis Grund als Moderator, mit Alex Stolt und Anton Knaus. Und das sind halt so meine Ängsten. So, und das ist halt ein mega schöner Raum, mega schönes Theater. Und wir ziehen Anton immer damit auf, dass er immer seine Zeit überzieht. Ne? Also es ist völlig egal. Er soll 10 Minuten machen, er ist bei 8 Minuten und er fängt noch eine 5-Minuten-Geschichte an. Dann haben wir ihn halt immer damit genervt und dann hat er das im Schmidt-Theater halt wieder gemacht. War halt so kurz davor zu überziehen und meinte halt so, ja, die anderen ärgern mich immer damit, dass ich immer überziehe. Ich muss jetzt den Auftritt schon abbrechen, so, weil meine Zeit ist vorbei. Und dann konnte er seine Geschichte nicht zu Ende erzählen. Crazy. So, ich bin genau bei meiner Zeit angekommen. Wir warten super Publikum, tut mir leid, dass ich so zum Ende kommen muss. Tut mir wirklich leid, aber ich kriege immer hier Schelle, dass ich überziehe. Deshalb vielen Dank, mein Name ist Anton Knaus. Dann habe ich meinen Auftritt gemacht. Ich habe so 45 Sekunden zu wenig gemacht, sag ich mal. Geht auch gar nicht eigentlich. Aber dann meinte Dennis so, er soll noch mal rauskommen und so. Wollt ihr noch eine Zugabe? Wollt ihr noch das andere? Ja? Ja, dann. Ich kann auch die Geschichte von Anton sonst zu Ende erzählen, weil ich kenne die auch. Und dann meinte ich, ich kann auch Antons Geschichte zu Ende erzählen, weil ich kenne die ja auswendig, so einen auf denen. Ne? Ich sehe die ja auch sehr, sehr oft, diese Geschichte. Und dann habe ich halt angefangen, Anton nachzumachen. Und dann habe ich mich halt irgendwie auch mal verhaspelt in der Geschichte. Und dann kam halt Anton raus und dann haben wir so duo-mäßig so die Geschichte beendet und so. Und das war halt, ey, das in so einem geilen Theater, ne, im Schmidt-Theater, einfach sowas machen zu können mit seinen Freunden, ist halt sowas von das absolut geilste, was geht. Also ich wüsste, mir würde gar nichts einfallen, was irgendwie nicer ist. So, und jetzt nochmal ganz direkt. Ich freue mich wirklich über jeden, der jetzt hier nach dem Auftritt geguckt hat, wer ist das und jetzt hier ist. Ich bin wirklich nicht der Typ, der jetzt 2-mal die Woche ein Format rausballert, damit ich im Algorithmus irgendeine Rolle spiele. Also ich mache eigentlich nur Content, den ich mir selber auch angucken würde. Normalerweise jetzt natürlich nicht mit so einer Kamera, aber es wird ein langer Weg. Also ich werde euch nicht auf den Sack gehen, aber wenn ihr gelegentlich mal einschaltet, dann würde mich das freuen. Alles klar, wir sehen uns. Das ist doch schon ein ganz anderes Kaliber. Digga! Wo ist das denn? Ist das hier am richtigen Waschsalon mit raus? Das ist auch ohne Wettbewerb. Wir sind schon alle gut. Ich glaube, da lassen ja auch nicht jeden rein. Ich muss aber dazu sagen, dass nach der Story. Das ist, glaube ich, der Laden, wo die dann nicht mehr jeden rein. Das ist halt auch so mein Ziel, wo ich mal hin will.